kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Und der Staat hilft dir dabei. Du musst etwas tun. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Warten wir nicht länger. Das war das Motto, mit dem Christian Lindner und die FDP zur Bundestagswahl die jungen Generationen überzeugt haben. Keine Bevormundung durch Politik und Bürokratie, sondern Eigenverantwortung. Die FDP hat damals auf Themen gesetzt, die wichtig für junge Menschen sind. Bildung, Digitalisierung, Freiheit. Dazu gab es einen modernen Look, gegen den andere Kampagnen ziemlich alt aussahen. Damals hat das gezogen. Ganze 23% der Erstwählenden hatten der FDP ihre Stimme gegeben. Nur seit sie in der Ampel mitregieren, hakt es bei den Liberalen. Bei den Wahlen im Saarland, in Niedersachsen und in Berlin haben sie es nicht ins Parlament geschafft. Und in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sind sie aus der Regierung geflogen. Die FDP wackelt gerade massiv. Meine Güte. Aber bei Jungwählenden sieht das ganz anders aus. Hätten nur Leute unter 25 bei den Landtagswahlen gewählt, würde die FDP verdammt solide dastehen. Sie wäre aus keinem Parlament geflogen und hätte teilweise doppelt so gute Ergebnisse geholt. Bei den Jüngeren ist das Vertrauen also noch da. Aber zu Recht? Erfüllt sie denn ihre Versprechen? Besonders FDP-Boss Christian Lindner hat ziemlich viel Macht, um richtig was voranzubringen. Für die zukünftigen Generationen. Der Finanzminister gilt nicht umsonst als mächtigstes Mitglied der Regierung nach dem Bundeskanzler. Bei Lindner laufen alle Fäden der Ampel zusammen. Er gibt vor, wofür Kohle ausgegeben wird. Als er seinen Job angetreten hat, hat er sein Ministerium als Ermöglichungsministerium bezeichnet. Und klar, ohne Kohle geht in den meisten Bereichen gar nichts. Aber irgendwie wird Lindner den Ruf nicht los, er mache Politik in erster Linie für Reiche und Konzerne. Und let's face it, die wenigsten Menschen um die 20 haben ein fettes Konto oder schon eine eigene Firma. Deshalb machen wir jetzt den Check. Macht Lindner Politik für junge Menschen oder ist das alles nur Image? Was hat der Ermöglichungsminister bisher für die jungen Generationen rausgeholt? Es wird ständig das Zauberwort Schuldenbremse ausgepackt. Warum eigentlich? Ich erzähl's euch, los geht's. Schauen wir mal, was Lindner und seine FDP-Leute im Kabinett nach rund anderthalb Jahren schon alles an den Start gebracht haben, von dem besonders die jungen Generationen profitieren. Die Marschrichtung hat Lindner jedenfalls klar vorgegeben. Mein Vorschlag ist, machen wir doch einfach gute Arbeit. Und tatsächlich gab es da schon die ein oder andere Maßnahme von ihm und seinen Leuten. Zum Beispiel wurde das BAföG reformiert. Es gibt jetzt mehr Geld und die Freibeträge wurden hochgesetzt. Das heißt, Eltern dürfen mehr verdienen und man hat trotzdem noch die Chance, BAföG zu bekommen. Die Altersgrenze wurde auch angehoben. Und es gibt einen Notfallmechanismus, damit schneller reagiert werden kann, wenn zum Beispiel viele Nebenjobs wegfallen. Wie 2020 zum Beginn von Corona. Das hat FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger umgesetzt. Und Lindner hat hier also die Kohle zusammengekratzt, um ein Wahlversprechen für junge Menschen einzulösen. Die Reform geht allerdings vielen nicht weit genug. Etwa, weil die Wohnpauschale im BAföG immer noch nicht für ein durchschnittliches WG-Zimmer reicht. Mit dünnen 360 Euro kann man keine großen Sprünge machen. In Großstädten bekommt man dafür gar nichts. Immerhin, in der Zeit der GroKo war es noch weniger Geld. Da lag der Zuschlag bei nur 325 Euro. Eine andere Maßnahme, die vor allem von Menschen unter 30 genutzt wurde, war das 9-Euro-Ticket. Das sagt auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ganze 57% der Menschen U30 haben demnach vom Ticket profitiert. Keine Altersgruppe hat es mehr genutzt. Das 9-Euro-Ticket hat FDP-Verkehrsminister Volker Wissing auf den Weg gebracht. Das Ganze hat 2,5 Milliarden gekostet, die Lindner dafür bewilligt hat. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wir wollten doch eigentlich über Christian Lindner sprechen. Ja, aber der hat als Finanzminister natürlich überall seine Finger im Spiel. Solche Dinge gehen also zum Teil auch auf seine Kappe. So gut wie beim 9-Euro-Ticket lief das aber nicht immer. Bei einer anderen Entlastungsmaßnahme sind die Studis quasi am langen Arm verhungert. Für Studierende hatte Lindner eine Einmalzahlung von 200 Euro im Paket, was viele von Anfang an schon deutlich zu wenig fanden. Und das Problem war auch, bis die Kohle dann mal beantragt werden konnte, hat es Monate gedauert. FDP-Bildungsministerin Stark-Watzinger hatte immer wieder angekündigt, wir lassen die jungen Menschen nicht allein. Am Ende hat es aber über ein halbes Jahr gedauert, bis die Kohle mal auf dem Konto war. Dass sich das so ewig gezogen hat, das kann man Lindner nicht direkt vorwerfen. Die Höhe der Entlastung aber schon. Aber gibt's auch Dinge, die Lindner nicht nur bewilligt, sondern selber auf den Weg gebracht hat? Wir haben das Finanzministerium mal angeschrieben und nachgefragt, welche Maßnahmen es aus dem eigenen Laden als besonders generationengerecht bezeichnen würde. Und die Antwort ist wirklich interessant.
Denn das Ministerium hat uns nur eine wirklich konkrete Maßnahme genannt. Und zwar die Aktienrente. Offiziell Generationenkapital genannt. Der Staat legt jetzt Geld an, damit er in Zukunft weniger Geld aus dem laufenden Haushalt in die Rentenkasse überweisen muss. Das hat Jan in diesem Video hier übrigens schon genauer erklärt. Klickt mal hier, wenn ihr mehr über die Aktienrente erfahren wollt. Was spannend ist, am deutlichsten wurde uns gegenüber aus dem Finanzministerium betont, die wichtigste Bedingung für Generationengerechtigkeit sei, dass bloß nicht so viele Kredite aufgenommen werden. Also, dass man aufhöre, Schulden zu machen. Und danach kommt ein Satz, der in der Ampel für ziemlich viel Ärger sorgen könnte. Die Nachhaltigkeit öffentlicher Finanzen steht deshalb über der Erfüllung politischer Wunschvorhaben. So kann man ein Kannste-Knicken an die Vorhaben der Koalitionspartner auch formulieren. Und das bekommen die auch jetzt schon zu spüren. Zuletzt Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Ihr hatte Lindner die Ansage gemacht, dass zusätzliche Kohle für die Kindergrundsicherung nicht drin ist. Übrigens ein Projekt, was den Jüngsten der Gesellschaft zugutekommen sollte. Lindner pocht also auf die Schuldenbremse. Er ist der Meinung, das muss so sein, um kommende Generationen nicht zu belasten. Aber warum? Lindners Richtlinie ist: Wir wollen der jüngeren Generation ein Land übergeben mit intakter Infrastruktur, mit besten Bildungschancen, aber eben auch nicht mit einem überschuldeten Haushalt. Generell gilt, der Staat kann eigentlich nur so viel Geld ausgeben, wie er durch Steuern einnimmt. Wenn jetzt aber mehr Ausgaben anfallen, kann er sich Geld leihen. Wie eine Privatperson auch. Aber da gibt es schon ein paar wichtige Unterschiede. Ich würde das bei meiner Bank machen. Zum Beispiel, wenn ich mein Konto einfach überziehe und den Dispo-Kredit nutze oder ein Darlehen aufnehme. Der Staat kann das an ganz verschiedenen Stellen, zum Beispiel bei großen Banken oder der Europäischen Zentralbank. Klar ist aber auch, der Haushalt eines Staates funktioniert ein bisschen anders als mein eigenes Bankkonto. Wir haben uns jemanden an den Start geholt, der euch das kompakt erklärt. Karl Mühlbach hat die Initiative Fiscal Future gegründet, in der er sich mit anderen jungen Ökonominnen und Ökonomen für nachhaltige Finanzpolitik einsetzt. Er ist außerdem SPD-Mitglied und hat unter Olaf Scholz im Finanzministerium gearbeitet. Großer Fan von dessen Finanzpolitik und der Ampel ist er aber nicht. Er stellt fest: Staatsverschuldung sollte nicht mit Schulden von Privatpersonen verglichen werden, da der Staat ganz anders funktioniert. Wenn ich einmal in Rente gehe, dann möchte ich meine Schulden abbezahlt haben. Der Staat geht aber nicht in Rente. Die Politik kann bestimmen, wie viel Geld eingenommen und ausgegeben wird. Ich kann mein Einkommen nicht in diesem Ausmaß selbst bestimmen. Und ich kann gefeuert werden und habe dann erstmal gar kein Einkommen mehr aus meiner Arbeit. Der Staat hat aber, solange die Verwaltung einigermaßen funktioniert, sichere Einnahmen. Die Steuereinnahmen hängen aber sehr stark von der Wirtschaft ab. Und das sind nicht nur Firmen, sondern wir alle. Unternehmen zahlen Steuern, Menschen, die arbeiten, zahlen Steuern. Wer was kauft, zahlt jedes Mal Mehrwertsteuer. Das bedeutet, wenn weniger Leute Arbeit haben oder die Lage für die Unternehmen schlecht ist, kommt weniger Geld rein. Der Staat kann aber dafür sorgen, dass mehr Leute Arbeit haben, indem er investiert. Investiert man zum Beispiel in eine funktionierende Infrastruktur, dann verpufft das ja nicht einfach. Ein einfaches Beispiel. Wenn der Staat Geld einsetzt, vielleicht sogar Schulden macht, um eine Brücke bauen zu lassen, dann fließt Geld für das Material, Leute verdienen Geld mit der Planung und auf der Baustelle. Auf ihren Lohn zahlen diese Menschen Steuern. Und von dem Lohn kaufen sie ein. Ein Teil fließt also zurück an den Staat. Wenn die Brücke fertig ist, sorgt sie vielleicht dafür, dass eine Region besser erreichbar ist und sich Unternehmen dort ansiedeln, die dann auch Steuern zahlen. Und am Ende nimmt der Staat im besten Fall mehr Geld ein, als er ausgegeben hat. Der Staat kann sowas in sehr, sehr großem Stil machen, in den verschiedensten Bereichen. Er funktioniert schlichtweg anders als ich als einzelne Person. Er funktioniert aber auch ganz anders als ein Unternehmen. Soweit die Basics. Dazu muss man sagen, das, was ich erkläre, basiert auf den gängigen volkswirtschaftlichen Theorien. Die sind auch die Basis für die Politik der Bundesregierung. Es gibt aber noch ganz andere Theorien darüber, was Staatsschulden, Geld und Steuern angeht. Unsere Kollegen von Was kostet die Welt schauen sich in ihrem neuen Video die Modern Monetary Theory, kurz MMT, an, die einen ganz anderen Ansatz fährt. Modern Monetary Theory, oder kurz MMT, ist bei einigen Politikern in den letzten Jahren sehr populär geworden. Die Grundidee dahinter ist: Der Staat hat ein Monopol auf die Währung. Und deshalb kann ein Staat, wenn er seine eigene Währung druckt, auch nicht pleite gehen. Er kann ja immer noch mehr Geld erzeugen. Die Staatsverschuldung selbst wäre demnach als Zielgröße völlig egal. Also so ziemlich das Gegenteil von dem, was Christian Lindner vorschwebt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann guckt euch mal das Video von Was kostet die Welt an. Aber zurück zu Lindner. Warum ist er denn so versessen auf die Schuldenbremse? Und warum findet er es besonders für die Generationengerechtigkeit so wichtig, dass sie eingehalten wird? Es wird so der Eindruck erweckt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes sei mein persönlicher Spleen. Aber es steckt ja auch eine Idee dahinter.
Sein Ministerium hat uns dazu geschrieben: Das Ziel ist, finanzielle Freiheitsräume für kommende Generationen zu gewährleisten, um ihnen Handlungsspielraum zu erhalten. Man müsse auf der einen Seite in der Lage sein, Zukunftsinvestitionen zu tätigen, zum Beispiel für Digitalisierung und Klimaschutz. Auf der anderen Seite müsse man dringend Schulden vermeiden. Denn aktuell würden im Bundeshaushalt rund 40 Milliarden Euro nur für Zinsen draufgehen. Für Schulden, die man früher gemacht habe. Das heißt, Lindner will, dass Investitionen zum größten Teil aus Steuereinnahmen finanziert werden. Um eben nicht den kommenden Generationen einen riesen Schuldenberg zu hinterlassen. Wir müssen raus aus den Schulden. Deshalb steht seit 2009 im Grundgesetz, der Bund darf zwar Schulden machen, aber pro Jahr nur 0,35% des Bruttoinlandprodukts. Die Schulden sind also an die Wirtschaft gekoppelt. 2022 hätte der Staat demnach ungefähr 13,5 Milliarden Euro Schulden aufnehmen dürfen. Im Vergleich zur Höhe des Bundeshaushalts von 476 Milliarden ist das nichts. Es gibt aber Ausnahmen bei der Schuldenbremse. Zum einen die sogenannte Konjunkturkomponente. Wenn der Staat die Wirtschaft ankurbeln muss, darf er mehr Schulden machen. Und dann die Aussetzung der Schuldenbremse. Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, kann die Schuldenbremse einfach ignoriert werden. Das hat der Bundestag für die letzten Jahre beschlossen, um Corona-Hilfen, Inflationsausgleiche und beispielsweise die Neuausstattung der Bundeswehr zu finanzieren. Aber nicht alle sind Fans dieser Schuldenbremse. Im Gegenteil, sie ist immer wieder Aufhänger für Stress mit der Opposition im Bundestag. Besonders CDU und CSU wird sie zu wenig konsequent umgesetzt. Auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen. Die anderen haben so gar keinen Bock darauf. Wenn Sie trotz dieser historischen Krise lieber an Ihrem Fetisch Schuldenbremse festhalten wollen, anstatt zu verhindern, dass immer größere Teile der Bevölkerung in die Armut getrieben werden, dann ist das einfach nur verantwortungslos. Kritik an der Schuldenbremse kommt vor allem aus dem linken Spektrum des Bundestages. Von Linken, Grünen und von Teilen der SPD wird die Schuldenbremse immer wieder kritisiert. Und auch Fridays for Future sind dagegen. Luisa Neubauer stellt sich zum Beispiel auch vehement gegen Lindners Argument, dass er die Schuldenbremse in erster Linie für junge Menschen durchdrücken würde. Wir sagen das auch nicht nur mit Unterstützung von diversen Stimmen aus der Wissenschaft, wir sagen es auch als junge Generation, von der wir immer hören, dass unter anderem unser Finanzminister durch die Lande zieht und behauptet, im Namen der jungen Generation dürfe man keine weiteren Schulden aufnehmen. Auch das wollen wir an der Stelle ganz nachdrücklich vom Tisch räumen. Was auch immer Herr Christian Lindner gerade macht, ganz sicher nicht im Namen der Jugend. Ein entscheidender Faktor ist, dass in ganz vielen Bereichen Investitionsbedarf besteht. Und zwar jetzt und nicht erst in ferner Zukunft. Und da meinen einige: Die Schuldenbremse wirkt im kommenden Bundeshaushalt vor allem als Investitionsbremse. Sie hindert den Staat daran, notwendige Aufgaben anzugehen. Dabei wäre es langfristig günstiger, heute entschieden zu investieren in Klimaschutz, in Digitalisierung, in eine moderne Infrastruktur und in gute Bildung. Und da geht es nicht nur um Smartboards an den Wänden und Tablets, nicht nur um digitale Bildung, sondern auch um den Zustand der Toiletten. Der Staat hat richtig fette Aufgaben, um fit für die Zukunft zu sein. Damit die nächsten Generationen nicht irgendwann vor einem Scherbenhaufen stehen. Das kostet sehr viel Geld und das muss irgendwo herkommen. Aber welche Investitionen sind jetzt sinnvoll und wo würden wirklich nur die Generationen von morgen übertrieben belastet? Welchen Weg kann man gehen, um möglichst nachhaltig zu investieren und trotzdem keine Schuldenberge zu hinterlassen? Weil das alles nicht so leicht zu verstehen ist, haben wir uns noch eine Expertin rangeholt. Dr. Katja Rietzler leitet das Referat für Steuer- und Finanzpolitik beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Diese Stiftung ist verbunden mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Sie hat mal zusammengefasst, wofür der Staat aus ihrer Sicht jetzt Geld locker machen müsste. Wichtige Maßnahmen, die wir vor uns haben, ist natürlich Modernisierung der Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und ganz am allerwichtigsten die Transformation richtig gut hinkriegen, Energiewende, Dekarbonisierung der Industrie. Also das ist schon ein Riesenaufgabenpaket und wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann ist es sehr gefährdend für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Durch die Inflation ist alles teurer geworden. Außerdem hatte der Staat Ausgaben, die er sonst nicht gehabt hätte. Zusätzlich wurden zum Ausgleich der Inflation einige Steuersenkungen beschlossen, um Menschen und Unternehmen zu entlasten. Der Staat verzichtet also auf Einnahmen. Dadurch ist aber Geld auch knapper geworden, als die Koalition sich vielleicht am Anfang erhofft hat. Jetzt müssen alle Ministerien der Ampel sparen. Aber wie legt man fest, wo gespart wird? Da gehen die Meinungen auseinander. Und dann wird diskutiert. Und zwar deutlich und auch mal hitzig. Beim Geld hört der Spaß bekanntlich ja auf, ne? Nein, also, jetzt darf ich den Punkt mal machen. Ja. Schon, danke, ich hab's verstanden.
Nee, du hast es noch nicht verstanden. Deshalb hat Lindner die anderen Ministerinnen und Minister zu sich zitiert. Eine Person nach der anderen und dann gab es erstmal Deep Talk. Also die Einzelgespräche habe ich bereits geführt und es gibt noch kein gemeinsames Verständnis für die finanzpolitischen Realitäten. Übersetzt heißt das wohl, die anderen Regierungsmitglieder möchten investieren und Lindner sagt, ist nicht. Das hat jetzt schon mehrmals zur Verschiebung des Entwurfs für den Haushalt geführt. Was genau besprochen wurde, ist auch noch top secret. Ja, sie wollten jetzt ein Datum und sie wollten eine Streichliste. Das weiß ich. Das zieht sich jetzt schon mehrere Monate. Die Kernfragen sind doch eigentlich, was will der Staat sich leisten, was ist für die Zukunft nötig und wo kommt das Geld dafür her? Wenn man jetzt weitere Ausgaben ermöglichen will, dann hat man eigentlich immer drei Wege, wie man das machen kann. Man könnte Kredit aufnehmen, man kann Steuern erhöhen oder man kann gucken, ob man irgendwo andere Ausgaben zum Ausgleich senken kann. Und das ist ja offensichtlich das Letztere. Ist glaube ich, das, was so dem Herrn Lindner ein bisschen vorschwebt. Da würde ich aber dann auch schon anmahnen, dass dann mal konkretisiert wird, wo denn bitteschön dann gespart werden soll. So einfach ist es nämlich nicht. Was Katja Riezler damit meint, der Bundeshaushalt hat über 3000 Seiten. Da sind etliche Maßnahmen detailliert aufgeschlüsselt und verteilt. Vieles davon kann nicht einfach gestrichen werden und sollte vielleicht auch nicht wegfallen, weil es zum Beispiel wichtige Sozialleistungen sind oder notwendige Ausgaben, um den Laden am Laufen zu halten. Was nicht heißt, dass man da nicht irgendwo was einsparen kann. Da wird sich also bei so viel 1000 Seiten und so vielen Posten sicher irgendwas finden, wo man auch mal was kürzen und streichen kann. Das ist, glaube ich, unstrittig. Die Frage ist, ob man da massive zweistellige Milliardenbeträge dabei rausholen kann. Und da wäre ich jetzt schon auch skeptisch. So bleiben nach Meinung der Expertin also nur Steuererhöhungen oder Schulden übrig, um die nötigen Zukunftsinvestitionen zu bezahlen. Was sagt Finanzminister Lindner dazu? Beides geht mit mir nicht. Geht das wirklich nicht? Karl Mühlbach findet, dass Lindner so einige Auswege hat, die er aber gerade nicht nutzt. Christian Lindner schließt Steuererhöhungen kategorisch aus und engt seinen Spielraum damit künstlich ein. Dabei gäbe es naheliegende Optionen, zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer. Jährlich werden in Deutschland 400 Milliarden Euro vererbt, von denen 70% der Bevölkerung fast gar nichts sehen und das reichste Zehntel der Bevölkerung bekommt mehr als die Hälfte. Laut Umweltbundesamt gibt der Staat jedes Jahr 65,4 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen aus. Hier gäbe es Kürzungspotenzial. Die klimaschädlichen Subventionen werden immer wieder genannt, wenn es darum geht, wo der Staat sparen kann. Zuletzt hat auch die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, gefordert, da endlich ranzugehen. Sie sagt, so könnten kurzfristig 30 Milliarden Euro eingespart werden. Die sogenannten Wirtschaftsweisen sind ein Gremium der Bundesregierung, das konstant die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Blick hat. Viele dieser klimaschädlichen Subventionen sind aber nicht Gelder, die der Staat ausgibt, sondern Steuervergünstigungen, also Geld, was er nicht einnimmt. Ein Beispiel für so eine Subvention: Es gibt keine Steuer auf Kerosin von Flugzeugen. Da könnte man jedes Jahr richtig Geld reinholen. Solche Subventionen abzuschaffen, könnten in der FDP viele als Steuererhöhung werden. Und das ist mit Lindner ja nicht zu machen. Bisher gab es auch noch keine größeren Ansätze, die tatsächlich abzubauen. Genau das steht aber immerhin im Koalitionsvertrag. Fazit: Leute, ihr merkt schon, Haushalts- und Finanzpolitik sind sau kompliziert. Christian Lindner hat auf jeden Fall keinen einfachen Job. Ich finde aber, dass er es sich viel zu einfach macht, wenn er nur auf Kürzungen pocht und alles andere ausschließt. Der Staat muss doch jetzt, in dieser Legislaturperiode, ganz existenzielle Weichen für alle stellen, die in Zukunft in Deutschland leben werden. Und eben auch für die Jungen. Die Ampelkoalition hat sich immerhin Fortschrittskoalition genannt. Wir haben in vielen zukunftsweisenden Bereichen einen Investitionsstau. Wenn da nicht jetzt Geld reingebuttert wird, zum Beispiel in den Schienenausbau, wann denn bitte dann? Die Transformation der Wirtschaft, die Vermeidung von CO2-Emissionen und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, die nicht mehr verhindert werden können, die sind richtig, richtig teuer. Da sag ich natürlich als Mensch Mitte 20, wäre mir schon ganz lieb, wenn wir das Geld jetzt investieren, bevor es noch teurer wird. Und jetzt mal ganz dramatisch formuliert, wer irgendwann in Hitzetod stirbt, der kann eh keine Steuern mehr zahlen. Und klar, es gab bis jetzt schon Dinge, von denen junge Menschen krass profitiert haben. Super Beispiel, das 9-Euro-Ticket. Gleichzeitig wurde dann aber der Tankrabatt eingeführt und damit wieder fossile Brennstoffe subventioniert. Das macht doch logisch überhaupt keinen Sinn. Das arbeitet doch eigentlich gegeneinander. Und zum Thema Schuldenbremse. Man muss ja nicht zwingend alles aus Schulden finanzieren. Es gibt Menschen und Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben und davon fast keine Steuern zahlen.
Gleichzeitig sind Superreiche für deutlich mehr CO2-Emissionen verantwortlich als der Durchschnittsbürger. Zur Finanzpolitik für junge Menschen in diesem Land gehört es meiner Meinung nach also auch, das gerechter zu gestalten. Wahrscheinlich weiß Christian Lindner das alles. Er zieht vielleicht nicht überall die gleichen Schlüsse wie ich. Aber eigentlich müsste er es doch mit seinem liberalen Gewissen vereinbaren können, langfristig in die Zukunft zu investieren und damit auch die Freiheit der kommenden Generationen zu sichern. Auch wenn es kurzfristig nicht schön in der Excel-Tabelle aussieht. Langfristig zahlen die jungen Generationen doch nur drauf, wenn jetzt zu wenig investiert wird. Was sagt ihr? Tut Lindner genug für euch? Könnt ihr seine Politik nachvollziehen? Oder wünscht ihr euch was ganz anderes von ihm? Ab in die Kommentare damit. Unser Abo-Button macht einfach gute Arbeit. Direkt hier klicken und davon profitieren. Hier erzählt euch Jan alles zur Aktienrente und bei Was kostet die Welt erfahrt ihr, ob der Staat nicht einfach beliebig Geld drucken kann.